Willkommen bei The Young Explorers. Heute geht es um Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci wurde am 15. April 1452 in der Toskana im heutigen Italien geboren. Er starb am 2. Mai 1519 in Frankreich. Seine Eltern waren Piero und Caterina da Vinci. Er machte eine künstlerische Ausbildung bei Andrea del Verrocchio. Seine Berufe waren Anatom, Architekt, Bildhauer, Erfinder, Ingenieur, Maler und Philosoph. Also war er ein Universalgenie. Die Werke, die er als Maler geschaffen hat, war der Vitruvianische Mensch 1490, das Abendmahl 1498, die Mona Lisa 1517, Salvator Mundi 1500. Ein Universalgenie ist ein Mensch, der großes Wissen in vielen unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft und Kunst verfügt. So war er nicht nur Bildhauer, sondern auch Maler, Architekt, Ingenieur, Philosoph, Anatom und Naturwissenschaftler. Er fertigte Zeichnungen von Unterseebooten, Fluggeräten, Fallschirmen an. Gebaut wurden diese aber erst sehr, sehr viel später. Als Architekt und Ingenieur plante er ganze Städte, wurde vom Papst mit der Trockenlegung von Sümpfen beauftragt. Schon früh entdeckte sein Vater sein Talent für die Kunst. So schickte der Vater ihn auf eine Schule für Kunst des Andrea del Verrocchio. Dort arbeitete er bis zu seinem 20. Lebensjahr. Seine bedeutendsten Gemälde waren die Mona Lisa, der Vitruvianische Mensch und das Abendmahl. Salvator Mundi ist das teuerste Bild der Welt. Es wurde für 450 Millionen Dollar versteigert. Außer als Maler war Leonardo da Vinci auch als Ingenieur tätig. So benutzte er Hohlspiegel, um Wasser für seine Farbherstellung mit Sonnenlicht zu erwärmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich riesig freuen. Und wenn ihr mehr von so welchen Wissensvideos haben wollt, abonniert doch gerne diesen Kanal.